Das war jetzt aber eine Geburt. So. Großartig. Das Floß ist da. In all den Jahren meiner Reisen bin ich doch immer wieder zur Erkenntnis gekommen, dass man Wohlgesinnte überall auf der Welt finden kann. Man darf nur nicht aufgeben und sollte immer mit offenem Herzen durch die Welt schreiten. Das sollte ich mir notieren. Das klingt nach einem Motto für meine Reise. Jetzt kann ich doch noch rechtzeitig in See stechen. Lichtet die Anker, setzt das Segel an die Ruder. Ei, ei, Ruder? Ruder. Ohne Ruder sollten wir nirgendwo hin. Gewässer sind viel zu unberechenbar, als dass man sich darauf verlassen sollte, dass sie einen zufällig gerade dorthin tragen, wo man hin will. Und um sicher zu sein, dass man auch stehen bleiben kann, wenn Bedarf ist, zum Beispiel beim Landgang, bräuchte man auch so etwas wie einen Anker. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Die Welt bietet genug Abenteuer. Da sollten wir uns nicht absichtlich Schwierigkeiten einhandeln. Wir können also erst los, wenn wir einen Anker und Paddel haben und der Bach hier an der Schleuse frei von herumdümpelnden Welsen ist, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Interessant. Ich glaube, wir hätten hier einen Anker. Okay, cool. Da tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Ui, ich glaube, das Metall ist magnetisch. Ey? Ganz schön schwer. Ich frag mich, wo der kleine Mann in Grün den geklaut hat. Okay, cool. Den ausnocken? Für irgendwas brauchen wir es ja. Nein. Das muss nicht gelöffelt werden. Das bringt nichts. 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 Das muss nicht gelöffelt. Der Brief sieht seltsam aus. Er ist an Senor Molena adressiert. Absender ist M. Kala. Oh, wer ist das denn? Ist einer von denen? Konrad? Oder? Jerry, laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das... Ja. Ich beneide dich darum. Doch es ist nicht viel Zeit. Ganze, so viele Zauber. Ich war... Kein guter Rat irgendwie. Das ist Spitzwegs traditionelles... Er hat gesagt, dass ich... Das könnten wir doch als Paddel verwenden. Gute Idee. So. Das ist genau das, was wir brauchen. Ein ausgezeichnetes Paddel. Jetzt fehlt nur noch ein Anker. Aber solange... Aber wenn ich... Ja. Hoffentlich. Das ist ja ein idealer Anker. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Aber wenn ich das erledigt habe, geht's los, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Ha, wie mache ich das denn? Meine großen Wels. Okay, warte mal. Ich will mal ganz schnell gucken.
ob ich das noch offen habe. Ja. Ja. Okay, da steht irgendwie nicht richtig. Okay, ich hab's grob überflogen, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt den Fisch wegkriege. Geil, oder? Aber ich kann. Das hab ich jetzt gesehen. Post ist da. Danke. Keine Ursache. Was ist das? Huch, wer hat das gesagt? Ha! Ja. Seltsam. Unverschlossen. Ja. Wie kriege ich das denn? Und gute Nacht. Was hast du denn da gerade ins Wasser gekippt? Nichts. Was kleine Mäuse müde macht, kann doch für einen gigantischen Wels nicht schädlich sein. Das hoffe ich zumindest. Hervorragend! Erster Mart, Jerry. Bitte öffnen Sie die Schleuse mittels der Schleusenöffnungsvorrichtung, die hinter diesem Turm installiert ist. Hinter dem Turm? Sieht tatsächlich so aus, als könnte man hier Schleusen öffnen. Entweder das oder ein paar Raketen abfeuern. Probieren wir es doch einfach mal. Ich lasse Ihnen den Vortritt auf der Jungfernfahrt unserer RV Blattgold. Leinen los! Steuerbord! Backbord! Lasst ihn über die Planken gehen! Besser, ich übernehme als Kapitän mal die Steuerung und du bist mein erster Mann. Hätte ich einen Papagei auf der Schulter, der nach jedem Satz bestätigt, dass ich recht habe, wäre ich jetzt bestimmt der Kapitän. Fach abwärts. Halt! Wer flößt dort den Bach hinab? Oh nein, nicht schon wieder der. Wasserstraßenbaut, 400 Laubtaler. Du meinst wohl Maut. Drollig. Ja, ja, klug und drollig und begabt. Meine Mausesitterin Anja sagt das auch immer. Sackgasse, außer ihr zahlt 400 Laubtaler fürs Flößen. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gebühr hindurch. Wegelagerei? Nein, nein, diese Kinder. Wir haben früher auch solche Sachen ausgeheckt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zudrücken können. Aber vielleicht sollten Sie ausnahmsweise mal die Geduld verlieren und dem kleinen Frechdachs mal zeigen, wo der Hammer hängt. Dachs? Aber der kleine Humbert ist doch eine Maus. Das macht ihr Racker am besten unter euch auf. Ich schau euch einfach zu. Wegelagerei, wie drollig. Ich werde mir was überlegen müssen. Schon wieder. Können wir ihn ausnocken?
Hast du Lust auf Kaffee? Heiter Kaffee. Nein. Nein, den behalten. Wertlos. Wasserstraßenbaut. 400 Laubtaler. Außer für mich. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein begabtes Kind. Aha, ich komme gleich wieder. Anja! Extravagant. Es. Willkommen zurück. Was? Wegen des Blausafts. Tut mir leid, Zuckerpflaume. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Die haben seit Tagen schon keinen Blausaft mehr geliefert. Sie wohnen am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Ich dachte, ich könnte jetzt... Bis später. Pass auf dich auf. Nein, das bringt nichts. Ich dachte, ich könnte jetzt Anja sagen, ja, Anja, brauche dich. Was könnten wir denn noch machen? Wasserstraßenbaut, 400 Laubtaler. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gemühle durch. Ich werde mir was überlegen müssen. Schon wieder. Ja, was? Ich glaube, das Metall ist magnetisch. Der Virtuose Maxim Mauserkopf residiert zurzeit in Mauswald und ist höchst selbstbereit, einen, aber nur einen, hochbegabten Schüler die Kunst des Violinespielens zu lehren. Interessenten bitte melden. Schade, dass ich so unmusikalisch bin. Halt, stopp! Halt, stopp! Wertlos! Wasserstraßenbaut, 400 Laubtaler, außer für mich. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein begabtes Kind. Ich muss irgendwas mit Anja machen. Extravagant. Willkommen zurück. Eine wunderbare Idee. Ist es? Ja, genau das Richtige für den kleinen Humbert. Dann kann er zusammen mit Plato Violine spielen. Ich werde ihm ganz bald davon erzählen. Kannst du es bitte jetzt tun? Wie war's? Das dumme Wiesel mit dem Hut hat mit dir gesprochen? Egal, was es gesagt hat, das stimmt alles gar nicht. Es ist ein Lügner. Lügner, sag ich. Wirklich? Seine Broschüre sieht aber doch sehr vielversprechend aus. Hier steht sogar, dass es nur wenige Schritte bis zu Ruhm und Achtung durch ein Massenpublikum sind. Wie was? Ruhm? Was steht denn nun genau auf dem Ding? Hier steht, dass der berühmte Maxim Mauserkopf zurzeit in Mauswald ist, um einem einzigen, ausgewählten, begabten Schüler das am schwersten zu lernende Instrument der Welt beizubringen. Nur einem einzigen? Hier steht, dass der Schüler besonderes Talent haben muss. Na ja, talentiert bin ich ja. Und klug noch obendrein. Sicher, klug und talentiert bin ich. Siehst du,
Jerry hatte also doch recht. Humbert, du kleiner Rabauke, du bist genau der Richtige. Na klar doch. Ich werd ein Rockstar. Du kannst durch, komisches Wiesel. Ich hab keine Zeit mehr für dich. Wenn du mich das nächste Mal siehst, dann wahrscheinlich auf einem Plattencover oder auf der Bühne. Die Tickets werden aber sicher teuer sein. Nicht wahr, Anja? Na ganz bestimmt, du kleiner Fratz. Gut gemacht, Jerry. In dir steckt ein wahrer Baumläufer. Jetzt können wir uns weiter den Bach runtertreiben lassen. Haha! Ja. Let's go. Oh, es ruckelt. Das Puder war hart. Ah, und wie ich? Vielen Dank, mein junger Freund. Das war ein ganz hervorragender Beginn meines nächsten großen Abenteuers. Und es begann hier, am bescheidenen Kaltwasserbach. Jetzt geht es auf zum großen Fluss und dann bis auf die hohe See. Aber soll es da nicht viele Krähen geben? Genau. Ich muss auf der Hut sein. Zur Not puste ich der Krähe einfach etwas von meinem exotischen Pfeffer aus dem fernen Indien in den Schnabel. Pfeffer? Ja. Nimm doch eine Prise davon zum Dank. Indischer Pfeffer ist für vieles gut, sogar zum Würzen von Speisen. Ach was. Ich mag den echt. Ey, hör mal. Ich hab die Post ausgeliefert. Immer noch kein Glück mit dem Fahrrad? Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist sogar noch schlimmer geworden. Ich habe richtig Halsschmerzen. Richtig kalt hier. Deinen Feuerzauber könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Oh. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Oh, habe ich echt keinen Feuerzauber für ihn. Die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Es ist voll mit Schrift, die ich nicht lesen kann. Ob es wohl diesem geheimnisvollen Waldschrat gehört? Da ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Wie er eine Karottenflamme macht. Da, der Kreis. So, und jetzt? Und hier? Vielen Dank, mein junger Freund. Das war ein ganz hervorragender Beginn meines nächsten Graubundes. Jetzt. Okay. Nee, kann ich das weiterverwenden? Oh, das Boot treibt ab. Dann auf bald. Vergiss mich nicht. Und pass auf den Wasserfall auf. Was? Wasserfall? Das war knapp. Mann, oh Mann. Hey, das ist bestimmt das Grundstück der Waldzwerge. Hoffen wir, dass es die Mühe wert war. Was war das denn? Nein, bleib doch mal hier! Ich wollte das hier. Noch so ein Tropfen. Ja. Hier unten auch. Noch so ein Tropfen. Ja. Die hat sich's auf der Rübe bequem gemacht. Sie hat bestimmt Lust, mich ein Stück des Weges zu begleiten. Hui, die hatte sich ganz schön festgesaugt.
Das ist die größte Rübe, die ich je gesehen habe. Sie riecht ganz süß. Aber die kann ich nicht mit mir rumschleppen. So viel ist klar. Fenster. Verschlossen. Wer ist da? Verschwinde! Ich glaube, ich habe gerade jemanden gehört. Es klang wie ein Hilferuf. Von wegen Hilferuf? Ich hab gesagt, verschwinde! Schon wieder? Da braucht bestimmt jemand meine Hilfe. Ich muss da irgendwie reinkommen. Verrammelt und verriegelt. Ich glaube, da drin hat gerade jemand gehustet. Und Pah gesagt. Nicht nur, dass du Land gewinnst. Ich bin krank. Es klang wie ein Hilferuf. Ich muss da irgendwie reinkommen. Der Bach wird ja rippt, wenn ich das gewusst hätte. Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da, versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Wenn man größer, aber es versteckt. Okay. Betreten der Zwergwurzelfelder strengstens verboten. Ja, das gilt auch für dich. Bei Zuwiderhandlung verweigern wir Blausaftlieferung für mindestens 3 Wochen. Wieder einer. Eltern haften für ihre Kinder. Kinder haften für ihre Eltern. Überall zwischen den Bäumen sind Wurzelfelder angelegt. Die reichen bis tief in den Wald hinein. Das ist bestimmt ein Haufen Arbeit, die Wurzeln alle zu pflanzen und zu ernten. Onkel haften für Großeltern und Cousinen und andersherum. Wenn man größer ist, aber es ist da, versteckt zwischen. Wenn man größer, aber es versteckt. Ja, kann ich nicht da rein? Fest verschlossen. Wenn man größer ist, aber es versteckt. Hä? Bei Zuwiderhandlung. Wenn man größer ist, versteckt. Sieht aus, als wurde das Haus von unten her zwischen die Wurzeln gebaut. Das war bestimmt eine unheimliche Schufterei. Ja. Damit kriege ich die Tür nicht auf. Verschwinde! Vielleicht kann ich durchs Fenster reinkommen. Gute Idee. Aber die Scheibe sitzt fest. Ha! Ich will die Scheibe nicht zerbrechen. Ich muss vor wie die Profis im Kino. Kino? Ist das dein Name? Verschwinde, du Einbrecher! Ich glaube, ich habe schon wieder jemanden gehört. Die behalte ich. Gute Idee. Ich werde versuchen, ein Loch in die Scheibe zu schneiden. Das hat doch mal geklappt. Und jetzt? Profiarbeit. Da! Wieder ein Hilferuf. Ich muss rausfinden, was da vor sich geht. Hallo? Hallo, meine Zipfelmütze.
Oh, du jugendlicher Einbrecher. Was? Ich dachte, Sie haben um Hilfe gerufen. Pah, Hilfe. Ein Waldzwerg bittet nicht um Hilfe. Sie? Da, schon wieder. Pah. Siehst du die Klappen? Gleich komme ich rüber und sperre dich in einen von unseren Stollen. Und da kannst du dann. Da kannst du. Kannst du. Stollen gucken? Schon wieder. Sie haben schon wieder um Hilfe gerufen. Pah. Um Hilfe gerufen. Genießt habe ich. Hab mir einen Zwergenschnupfen eingefangen. Muss ich mir wohl irgendwo im Wanderstollen eingefangen haben, als ich meine Eltern besucht habe. Okay. Ach ja, mein Zwergenschnupfen. Meine Mitbewohner haben schon das Weite gesucht. Hätte ich an ihrer Stelle auch getan. Ist eine ganz üble Sache, so ein Zwergenschnupfen. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee, mir kann keiner helfen. Naja, außer einer vielleicht. Die könnte, wenn sie wollte, aber... Pah! Mein Waldzwerg bittet nicht um Hilfe. Ja! Ist das ein Sticker dahinten oder ist das einfach so? Das ist ein Sticker. Ein Aufkleber! Ja. So. Das war's jetzt erstmal mit dieser Aufnahme-Session. Und ich werde ein anderes Mal weiterspielen. Und ja, danke fürs Zusehen und.